Hongkong war für 150 Jahre eine Kolonie unter den Briten. Sie wurde unterdrückt. Ein paar Menschen wurden ermordet, massakriert. Und natürlich das Wichtigste ist, dass man viel Geld gemacht hat mit Hongkong und bis heute noch viel Geld macht. 1997 haben die Briten Hongkong an den Chinesen abgegeben, mit der Bedingung, dass Hongkong unabhängig bleibt von China, also von Gesetzen und anderen Regelungen. Und dass die Briten bestimmte Prioritäten genießen können als Touristen oder am meisten Geschäftsleute, damit sie noch mehr weiterhin das Geld rausscheffeln können aus Hongkong. Die Rückgabe ereignete sich 1997 und heute, fast über 20 Jahre, schleichen sich jetzt die Chinesen für die Machtübernahme von Hongkong. Man hat es mitbekommen, China hat Hongkong einen neuen Gesetzesentwurf gegeben, dass man Kriminelle und Straftäter direkt von Hongkong problemlos nach China ausliefern sollte. Die Proteste waren erstaunlich. Millionen Menschen waren auf der Straße und haben so lange protestiert, bis die Führerin von Hongkong nachgegeben hat und diesen Gesetzesentwurf erstmal aufs Eis gelegt hat. Damit ist aber nichts erledigt. Die Chinesen, also China, ist immer noch am Wachsen, wirtschaftlich und auch militärisch. Und diese ganzen Faktoren wird China nicht davon abhalten, Hongkong aufzugeben. Sie werden, wenn die Menschen wieder vergessen, irgendwann nochmal wieder zuschlagen. Hongkong war für 150 Jahre eine Kolonie unter den Briten.